Oh mein Gott, yeah! Ja! Was tun bei Bauchschmerzen während des Streams? Hört sich jetzt doof an, Diggi, aber vielleicht einfach mal richtig fett kacken gehen. Hat mir auch schon oft geholfen. So, Heidi Galla, 125k Sets und Abfahrt. Ich muss sagen, ich finde trotzdem, auch wenn ich jetzt mittlerweile ein paar gute Packs gezogen habe, finde ich trotzdem, dass die Lightning Rounds während der Totti-Zeit eine absolute Frechheit sind, Digga. Oh, Baby, komm, besorg's mir. Ja! Mbappé! Oh, aber gut, Kanté, Digga! Bam! Bam! Wahrscheinlich Mbappé. Ja, Bruder, scheiß drauf, Digga. Jawohl! Kanté, Digga! Montana Weise in den Chat! Woo, Baby! EA hat Liebe gegeben! Von hinten! Auf ehrenwerter Basis! Oh ja, Digga! Der sieht knaftig aus! Baby, komm ins Team! Oh, das, Digga, das wäre aber jetzt auch zu viel gewesen! Oh, mein Herz, Digga! Ich hab gedacht, Alter! Oh, Mann! Stell dich mal vor! Stell dich mal vor, Digga! Einer kommt noch. Ja, du, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin gerade mehr als zufrieden. Ich finde immer wieder, Digga, dass der Typ aussieht wie Tim Wiese. Ich weiß nicht, er erinnert mich immer an Tim Wiese. Sagt ehrlich. Ja, okay, scheiß drauf. Also die Fragezeichen schreiben, Digga, die können mich am Arsch lecken. Also der sieht doch aus wie Tim Wiese ein bisschen früher. Wie Tim Wiese in seinen Anfangszeiten. Oh, Legende! Oh, wer ist das denn, Bruder? Die Kenntnisse sind nicht da. Erleuchte mich, ey. Oh, Kotscha. Oh, egal. Legende 87, oh, Kotscha, Digga. Schmeckt, glaube ich. Ich weiß nicht, Costa Quanta. Costa Quanta Livestream macht keine 300.000. Bitte keine 300.000. Bitte keine 300.000. Bitte keine 300.000. Sei ein bisschen was wert. Sei ein bisschen. Oh, mein Gott. Au. 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 Schnell wegmachen, Digga, und weitermachen. Wir tun so, als wäre nichts gewesen. Erzählt niemandem, dass ich eine Legende gezogen habe, die weniger wert war als meine Mutter, Bruder. Jo, Leute, moin moin, wie geht's? Ah, Walkout hier, Bruder. Jo. Oh, Rakitic wieder, der Hurensohn. Ach, Modric, wahrscheinlich Rakitic, Digga. Was ist Zuschauerrekord? Ken. 196.000. Also, falls du drauf hinaus willst, ob wir jetzt einen Zuschauerrekord knacken, nee. Wir sind davon ein wenig entfernt. Aber bist ja immer noch nicht der größte FIFA-Streamer in Deutschland. Nee, da gibt's andere Digga, die auf YouTube streamen und das denken sie werden's. Tassus, weiß doch Bescheid, Bruder. Yo, Walkout, Bruder. Yo, nee. Das war das Fortnite-Turnier, genau. Das hat reingescheppert, Livestream. Also ich glaube, den Rekord zu brechen wird auch schwer. Also so 100.000 hat man ja gesehen mit Knossi und Bushido und so. Aber ich glaube, den Zuschauerrekord von mir zu knacken, das wird schwer. Groß. Ja. Mit Knossi war 180.000. Ja, aber Bruder, hörst du nicht zu, oder was? Standards geladen doch 300.000. Ja, aber wir reden ja über relevante Recorder auf Twitch und nicht über YouTube. Vidal. Oh ne, Arthur, null. Also ich glaube, ein Rekord in Deutschland nochmal zu brechen mit knapp 200.000 Zuschauern wird sehr schwer. Aber kann auch sein, dass das jemand ganz easy knackt, aber aktuell glaube ich, wird es schwer. Walkout, Baby. Oh, bitte Neymar, endlich mal. Ach, leck mich am Arsch. Julian Bam könnte das schaffen. Kein Disrespect, aber ich glaube, Julian Bam ist aktuell derjenige, der das am allerwenigsten schaffen könnte, Digga. Also ich denke, Julian Bam, da sind wir uns alle einig. Der eine mag ihn, der andere mag ihn nicht. Das ist ja alles jedem selbst überlassen. Aber Julian Bam ist jetzt erstmal dran zu beweisen, dass er auch wirklich aktiv auf Twitch streamt und sein Wort hält. Und wenn er sich daran hält, aus meiner Sicht, dann ist er auch willkommen auf Twitch. Am allermeisten mag ich die Leute nicht, die dick sagen, Twitch Familie, ich fange da jetzt regelmäßig an zu streamen und regelmäßige Streams, ich habe mir das und das gekauft, dann irgendwie zwei Wochen durchziehen und sich nie wieder blicken lassen. Die Leute hasse ich auf Twitch, sage ich ganz ehrlich. Und ich hoffe auch, dass die Twitch-Fan bleiben. In vom Walkout.
Oh, Immobilie, Digga. Lol. Schmeckt, das ist doch gut, Digga. Hab ich gar nicht geahnt. Ich weiß nicht, ob da noch... Ich glaube, mit 83 Tempo kostet ja nicht so viel. Aber eine Immobilie will ich auch haben. Passt doch, Digga. Immobilie im Real Life, Immobilie in FIFA, Digga. Yeah, Bruder. Und Kauleiste haben wir auch noch, Bruder. Ja, nimmt man mit. Die nimmt man mit. Die 50, 60.000, die schmecken. Sorry, falls ich hier gerade mit einem Auge nur bei der Sache bin. Ich muss nebenbei kurz Kreditkarte wieder aufladen. Nicht jeder zieht so viele Packs wie du. Du, Diggi, damit hat das nichts zu tun. Das meine ich nicht. Aber FIFA ist schon so lange draußen. Und so langsam sollte eigentlich jeder, egal ob er noch nie in seinem Leben FIFA gespielt hat. Oh, Baby, bitte. Ja! Oh, De Bruyne! Ja, Digga! Ich bin's, Tim! Psch, psch, psch! Die Bräune, Digga! Montanerweise in den Chat! Woo, Baby! De Bruyne, mein Jung! Bam, bam! Woo! Lecker! Lecker, Schmecker! Baby! De Bruyne, Digga, der schmeckt dieses andere köstlich! Einer der heftigsten Karten, die es momentan, finde ich, gibt. In FIFA, Digga. Und ihr wisst, mein Mann. Ich habe ihn mir extra gekauft für mein Team. Baby, Erstbesitzer De Bruyne. Hab immer dran geglaubt, EA. So, schmeckt. Über Nacht EA-Partner geworden. So ein Ding ist das. So viele Tonlagen, Digga. Das waren wirklich, wie auf dem Klavier, unterschiedliche Tonlagen. Das musst du erstmal können. Auch perfekt, perfekt einfach abgestimmt. Oh, Baby Belief. Oh, irgendwann rast dich nochmal aus, Digga. Mhm. Ja, Koulibaly nicht verkehrt, Digga. Wenn ich mir überlege, wie der damals gut war in FIFA, Digga. Koulibaly ist eine richtige Kante, Digga. Dachte Mané, Mané wäre aber Totti und Blau. Komm, gönn nochmal ihr jetzt. Ich will mich auch nicht beschweren. Also ich muss sagen, die Packs sind jetzt wirklich schlecht. Aber der Anfang mit Kanté, Totti, De Bruyne, Totti, heute Nachmittag Mané, Totti und noch eine Legende, auch wenn die nichts wert war. Oh, Baby, komm, bitte. Ja! Oh, bitte, 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 bitte. Oh, nochmal Kanté, Digga. Yeah! Baby! Montana, Weise, Kanté, nochmal Kanté, Digga. Das zweite Mal. Er war nie weg. So ein Ding ist das. Und EA, ihr gebt zwar manchmal wenig Liebe, aber heute gib Kuss, EA. Danke. Saftig, knaftig, köstlich, schmöchtlich. Ich hab noch nicht fertig. Geil wäre natürlich gewesen, Mbappé, Digga, ne? Aber egal, macht nichts. Wie wärst du vor, für deine zukünftige Bude zu bezahlen? Seid mir nicht sauer, aber ich werde euch überhaupt gar keine Informationen geben, Digga. Mané wäre heftig, habe ich schon gezogen heute. Clip zu Mané habe ich offstream gezogen, Digga. Walkout. Na, Schmutz. Und aber falls du denkst, ich laber. Suarez. Oha, Digga. Gefühlt halb Barca gezogen. Oh Mann, du. Die sind leider aber alle nichts wert. Moment, hier. Falls du denkst, ich habe gelabert. Offstream. Und dann habe ich schnell halt die. Sieht man dann offstream? Dann habe ich halt schnell die Aufnahme angemacht. Noch. Aber hier siehst du Mané gezogen von. So, komm EA. Ich weiß, ihr habt sehr viel Liebe gegeben. Aber ich wäre bereit für mehr Liebe. Ich wäre bereit für mehr Liebe. Warum macht ihr so? Es hätte so gut gepasst. Mann. Das wäre schön gewesen, ja? Oh, Legende. 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 England. Oh, bitte irgendwas. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich bin zu dumm. Och, Mann, ey. Gib mir mehr. Gib mir more. Passt doch, Digga. Aber Costa Quanta wahrscheinlich wieder Arschritze, Digga. Ja, oh, Mann, ey. Ja, egal, ey. Ich will mich nicht beschweren. Ich will mich nicht beschweren. Ich sag ihr, ey, gib ein bisschen Liebe. Sie geben mir Liebe. Auch wenn sie leider... Au. Leider nicht so viel wert ist. Aber egal. Ihr dürft nicht vergessen, ich habe Pelé schon als Ikone gezogen. Insofern, da will ich mich eher nicht beschweren. Ist okay.
Ikone ist Ikone, so sieht's aus. Ein Walkout direkt hinterher. Ah, na was. Letztes Pack, dann sind wir durch. Okay, gut, alles gut, alles gut. Gut, okay. Er hat gegönnt.